gegeben. Was würden Und Sie denn das zu so hat man einer verabsäumt. Stichtagregelung sagen? Noch einmal, ich sage grundsätzlich, die ganzen Bleiberechtsfälle, das ist ein Rucksack, der nicht abgearbeitet worden ist. Und zwar ein Rucksack seit 2 Jahren, zu dem sich keiner bemüßigt fühlt. Wir haben zum Beispiel in der so Steiermark. Wir haben zum Beispiel unter Schwarz-Blau aufgebaut worden, wo Sie noch im Sozialministerium aber sind. Aber sind Sie für die Stichtagsregelung ja oder nein? Fragen Sie ihn, er unterbricht die ohne das. Ich habe Sie gefragt, Herr Groß. Er hat sich ja nicht eingerenkt. Geht's? Sehr gut. Also, noch einmal, ich sage, ich komme aus einem Bundesland mit dem Fall, in dem ich genau Sie diese bitte Stichtagsregelung. Auf meine Frage eingehen. Wir haben von Nein, diesem Stichtag gesprochen. Wären Sie Punkte, dafür? Ich habe ein 5-Punkte-Projekt, unter dem ich mir ein Bleiberecht vorstellen kann, das wir auch in Form eines sogenannten Ausländerchecks also nein, gegen entwickelt den Stichtag. Haben. Na, selbstverständlich. Wir haben gesagt, Unbescholtenheit, lange Verfahrensdauer aufgrund der Behörde, Behördenverzug wie der Fall Scharifi in Leoben, wo wir uns dafür eingesetzt haben, dass diese Familie neben vielen anderen auch bleiben durfte, weil das war wirklich ein Wahnsinn. Nämlich Behördenverschulden des Herrn Boves, der so hochgejubelt worden ist, der da abschieben wollte. Und Sie die Behörden betreiben verzogen. Wahlkampf Nein, mittlerweile. Das ist schlecht. Das ist Argumentationstraining gegen Stammtisch bei Rollen sehr oft. Ich werde Sie einladen, einmal als Sparringpartner für meine Leute, mit denen ich die Trainings mache. Das wäre echt Kumak, sehr gerne. Ich bin das ein sehr leutseliger Mensch. Ich möchte sehr zum Thema zurückkehren. Letzter Satz. Wirklich letzter Satz, Herr Groß. Sonst werden Sie wieder unterbrechen. Wir sprechen einige Tage, nachdem die sogenannte Majestät unserer österreichischen Gesetzgebung, die Hüterin der Verfassungsgerichtshof, gesprochen hat. Und Sie alle gehen immer in die Knie, wenn vom Verfassungsgerichtshof irgendetwas kommt und das ist nicht in Frage zu stellen. Und Sie diskutieren jetzt stundenlang darüber und zerbrechen sich Ihren Kopf, wie man Verfassungsgerichtshof-Erkenntnisse in dem Land umgehen kann. Und das ist nicht rechtsstaatlich, was Sie machen. Das ist eine Anleitung, wie man in dem Land Gesetze bricht. So wie es auch die Innenministerin macht, indem sie Heiratsvermittlung also durchführt. Kein Mensch. Das ist ja noch absurder. Werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Alle Beteiligten haben ganz klar gesagt, das Verfassungsgerichtshof-Urteil ist anzuerkennen. Was legen Sie da den Leuten in den Mund? Das stimmt einfach nicht. Was haben Sie dann für ein Problem? Ja, schauen dann erkennen Sie, sich Sie das doch endlich an. Dann vollziehen Sie doch endlich. Anerkennen und Menschlichkeit. Dann vollziehen Sie doch. Ja, aber das ist Demokratie und was kann denn getan werden? Solche Fälle in Zukunft zu vermeiden, das fragt Michael Hollerweger auf unserem ATV-Blog. Herr Wallner. Also zum einen einmal nicht permanent Fehlinformationen verbreiten. Das eine ist, das wurde schon gesagt, das Bleiberecht in dieser Form wurde gestrickt in der Zeit, wo der Fallzoge anhängig war und ist genau darauf zugeschneidert worden, dass es für diese Familie nicht ausgeht. Das war ein politisches, faules Spiel in dem Fall. Was den VfGH angeht, so hat er die Asylrechtsfragen beschieden, das ist richtig, aber nicht die humanitäre Frage. Daher sagen Sie bitte die ganze Wahrheit und nicht immer nur die halberten oder viertelten Geschichten, die bei Ihnen hineinpassen. Auch was die Steiermark angeht, Sie haben angesprochen, das, was wirklich viel in der Steiermark passiert, ist auch an Flüchtlingshilfe. Wer waren denn die, die in Graz Demos organisiert haben gegen Flüchtlingseinrichtungen? Das waren Sie. Das waren Sie und Ihre Partei. Ja, ja na, selbstverständlich, wie es darum gegangen ist, ein neues Flüchtlingshaus aufzumachen in Graz-Liebenau. Herr Groß hat ja gerade angesprochen, dass die Innenministerin mit durchaus skurrilen Vorschlägen aufhorchen hat lassen, wie zum Beispiel Arigona könnte ja heiraten, es könnte sie jemand adoptieren, sie kann als Schlüsselarbeitskraft arbeiten, was ja gar nicht möglich ist. Ich habe viele Fragen bekommen, die auch in Ihre Richtung gehen, Herr Haider, und das war, wie weit würden Sie denn gehen, um Arigona zu helfen oder damit sie hier bleiben kann? Wenn ich wüsste, dass es ihr helfen würde, würde ich sie auch heiraten. Aber das ist, wissen wir, würde nicht funktionieren. Sie ist noch zu jung, bis 21, glaube ich, gibt es eine Frist. Da wissen die Juristen auch nicht wirklich, was los ist. Das wäre dann keine Scheinehe, sondern das wäre dann etwas aus Liebe und aus ganzem Herzen mit voller Überlegung. Das würde ich auch wirklich tun, wenn das das Problem ist. Aber wissen Sie was, ich bin nicht der Einzige. Es wird sicher viele, viele, viele geben, die das machen würden. Ich wünsche mir in der ganzen Diskussion um die Arigona zeigt sich eines immer mehr. Unsere heutigen Politiker können nicht mehr regieren, sie können nur noch reagieren. Auf die Rechte, auf die Medien, auf die Stimmung, auf den nächsten Wahlkampf. Und so ist es. Und jetzt muss ich, obwohl ich das nicht möchte, sogar die Frau Innenminister verteidigen. Für meine Verhältnisse hat sie sich mit dieser Art des Verhaltens relativ schon weit rausgelehnt. Ich hätte niemals geglaubt, dass Maria Fekter in Stellungnahmen sagt, es gibt wieder Schlupfwinkel, dass man herein kann. Habe ich ihr nie zugetraut. Sie hat auch Watschen bekommen aus der eigenen Partei. Offenbar löst der Fall Zoge viele, viele Emotionen überall aus. Das ist ganz klar. Nur wir vergessen eines. Und das ist meine größte Angst, die ich habe. Und das sage ich ohne Übertreibung oder ohne Untertreibung. Das ist ein Mädchen.
Dieses Mädchen hat einmal gesagt, lebend werde ich es nicht machen. Die weiß nicht, was das heißt. Ich wünsche uns allen, dass wir nicht einmal wo stehen würden und dann sagen die dann, oi. Und da kann jetzt jeder betroffen runterschauen. Das ist auch eine Facette in dieser Menschlichkeit. Jetzt haben Sie ja fast eine Lanze für die Innenministerin gebrochen. Wie realistisch halten Sie denn Ihre Vorschläge, dass irgendetwas passiert, dass Arigona noch bleiben kann? Was davon ist realistisch? Diese Innenministerin baut das ab, was die Vorgängerregierungen, Entschuldigung, wird auf Sie gezeigt, was die Vorgängerregierungen aufgebaut haben. Diese Innenministerin hat jetzt den Schirm auf, wie wir Österreicher sagen. Diese Innenministerin führt das jetzt auch aus. Das ist die Hardliner ihrer Partei. Sie hat den Scherbenhaufen deutlich verstärkt und die Hoffnung ist, dass es hier wirklich noch, menschliche Barrieren und Grenzen gibt. Dass es Barrieren und Grenzen gibt, wo man sagt, okay, jetzt ist ein politisches Spiel gespielt worden. Das ist tragisch genug, es ist gespielt worden auf dem Rücken von Menschen. Aber jetzt noch einmal wirklich nüchtern drauf zu schauen und zu sagen, wie können wir diesen Menschen jetzt helfen? Da hoffe ich auf den Anstand, da hoffe ich auf die Menschlichkeit und da hoffe ich auf einen Restbestand von Werten, sowohl in der ÖVP als auch in der SPÖ, dass die Leute sich am Riemen reißen und sagen, okay, jetzt bauen wir gemeinsam eine Lösung, die so etwas wie Wiedergutmachung ist. Man kann das Leid, das passiert ist, nicht wegnehmen. Die haben Unsägliches erlitten, diese Familie, sie haben Unsägliches erlitten. Man kann das nicht mehr wegnehmen, aber man kann ein Stück Wiedergutmachung leisten, indem man das jetzt rechtlich saniert und ihnen eine Zukunft gibt. Und ihnen vor allem etwas gibt, was sie am meisten verloren haben, nämlich Vertrauen. Die sind so oft beschissen worden, auch von der Politik so oft beschissen worden und haben ein unglaubliches Misstrauen. Und das ist jetzt wirklich ganz, ganz notwendig, Vertrauen wiederzugeben, Zukunft zu geben. Es sind Menschen, die hier in Österreich für uns und mit uns leben und arbeiten wollen. Und diese Chance und diese Zukunft sollten wir ihnen geben. Herr Wallner, wie gesagt, Ihre Kritik richtet sich an Rot und Schwarz. Wir haben die Vertreter von SPÖ und ÖVP eingeladen. Es wollte niemand kommen. Ich würde gern noch von Herrn Groß wissen, wären Sie dafür, dass Arigona ein Schülervisum bekommt? Die Details fragen Sie mich nicht. Ich bin jetzt nicht der, der seinen Hirnschmalz... Sie werden ja eine Meinung dazu haben. Schauen Sie, das ist die Frage, die die Frau Soge offenbar unter Mithilfe der Kolleginnen oder der Kollegen hier in dieser Runde zu beantworten hat und auch einer Innenministerin, die von der Gesetzeshüterin zur Anwältin der Frau Soge geworden ist, mit Heiratsvermittlung und sonstigen Dummheiten, die hier passieren. Verlangen Sie das bitte nicht von mir. Ich habe wirklich auch als Abgeordneter und Mandatar des Nationalrates andere Sorgen. Wir haben 25.000 Asylfälle in Österreich und noch einmal, Soge ist leider Gottes nur das Beispiel. Das eine Bild für ein Asylgesetz, das ein Durchgehaus geworden ist, löchriger als ein Schweizer Käse, wo weder es für die tatsächlich Schutzbedürftigen eine Rechtssicherheit gibt, nicht. Jetzt noch für... Hören Sie bitte auf, ja? Hören Sie auf, das politisch so zu instrumentalisieren mit dermaßen absurden Lügen. Ja? Es muss über dieses Thema sachlich diskutiert werden können. Ja? Und es ist einfach, irgendwie das Ganze zu einer Show zu machen, ja, ist einfach unwürdig. Ja? Da geht es um Menschen, die schutzbedürftig sind, ja? Die nach Österreich kommen, immerhin das zwölftreichste Land der Welt. Da muss man ihnen auch Rechtssicherheit geben. Ja, man muss ihnen Rechtssicherheit geben. Da muss man aber jenen, die sich hier in dem Land nicht so verhalten, auch die Rechtssicherheit geben, dass sie sich wieder schleichen können. Ja, so einfach ist das. Das ist sehr logisch. Von wem reden Sie jetzt? Das sind jene, die nicht in die Dublin I und Dublin II Verordnung hineinfallen. Das sind jene, man müsste den Zuschauern einmal erklären, was das ist. Ja? Das ist ein Abkommen auf die Europäische Union. Aber es ist ja typisch, dass es nicht möglich ist. Es hat auch keinen Sinn, wenn Sie alle durcheinander reden. Die Zuschauer werden Sie nicht verstehen. Es ist nicht möglich, auf sachliche Geschichten einzugehen, überhaupt zu erklären, um was es geht hier. Weil eben das wieder für eine politische Show einfach missbraucht wird. Ja? Wir haben ein Problem mit strengen Asylgesetzen, an denen viele Menschen leiden, die jahrelang warten müssen, untätig, nicht arbeiten dürfen. Die zerbrechen an diesen Verhältnissen. Ja? Herr Langthaler, wir werden gleich darüber weiter diskutieren, wie die Politik die Kurve noch kratzen kann und gleichzeitig ihr Gesicht wahren kann. Meine Damen und Herren, von Ihnen zu Hause möchte ich wissen, welcher Meinung sind Sie? Soll Arigona sogar ein humanitäres Bleiberecht bekommen, ja oder nein? Sie können noch kurz mitvoten auf rtv.at und wir gehen dann gleich in so ein Punktanalysestudio.